herzlich willkommen zur zweiten Folge von Technik Adventure. Ihr seht, es hat sich natürlich etwas ein wenig verändert in meinem Inventar. Hä, wieso hast denn du eine Rüstung? Wieso hast du ein Living Metal Giant Sword? Ja, das erzähle ich euch gleich. Jetzt mal kurz. Und es gibt nämlich noch eine Änderung. Ich habe nämlich hier ein Electric Furnace. Ich weiß nicht, es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob diese Kiste in der ersten Folge überhaupt schon da war. Ja, dieses Schwert hat mir übrigens dieser Zombie da unten gedroppt. Ihr erinnert euch, das letzte Mal habe ich am Ende noch gegen den gekämpft. Hier, den habe ich getötet. Er hat mir eben dieses Schwert gedroppt. Ich gehe mal kurz zum Mining Turtle. Wo ist das denn schon wieder? Auf jeden Fall extrem weit weg. Wo das Gold? Ah, ich habe zum Glück eine Spitzhacke dabei. Kann ich dann nämlich die Erze abfarmen. So, wenn ich das Turtle mal noch finden werde. So, gleich. Ich hoffe, bald bin ich da. Ah, da steht es ja. Oh, das Inventar des Turtles war auch schon. Ach, jetzt laggt es wieder so. Erstmal meistens am Anfang der Aufnahme laggt es bei mir ein wenig. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe halt nicht den besten PC, so bei gerade so vielen Mods laggt es immer relativ stark. So, jetzt laggt es nicht mehr. Oh, wir haben sogar ein Dia gefunden. So, ich mute mal kurz schnell das Turtle. So, nicht, dass es in Lava fällt. Ich nehme es lieber mal wieder mit. Denn ich habe eigentlich nicht Lust, jedes Mal so weit zu gehen, bis ich wieder hier bin. So, Redstone lasse ich mal hier, denn das benötige ich momentan gar nicht oder nicht dringend. So. Gut, da haben wir auch schon die Skelette gekillt. So. Ich habe auch ein Ziel für diese Folge gemacht, und zwar möchte ich eigentlich die Bad Box fertig haben. Dafür fehlt mir noch ein wenig Tin für die dritte Batterie. Die zweite habe ich auch offscreen gefarmt. Oder ist ein. Alter, es laggt auch extrem stark bei mir irgendwie. Liegt wahrscheinlich an der Aufnahme. Tut mir wirklich sehr leid, kann ich leider nicht ändern. Da haben wir noch ein wenig Gold. Fast wäre ich in die Lava gefallen. Fast. Zum Glück könnte ich mich noch einen Moment lang zurückhalten. So. Wobei Lapis braucht man später für die ganzen Maschinen auch. Also für diese Screwdrivers. Ist jetzt auch nicht so wertvoll. Ja, bau doch noch bei 100 dazu, ist mir egal. Ich gehe mal kurz wieder nach oben. Also, wenn ich da hinten mal bin. So. Ist hier drin noch irgendwas? Nein. Wieso blocke ich eigentlich die ganze Zeit? Das frage ich mir jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Block. Ich glaube auch, man ist ein wenig stärker, wenn das hier ganz zugelaufen ist. Irgend so etwas ist doch. Keine Ahnung, schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr wisst. Ach ja, eine RE-Batterie fehlt mir noch. Zwei Tin, Iron Dust, Silver Dust. Ich suche mal kurz den ganzen Müll aus. Ist auch schon wieder voll. Hier ist noch ein wenig Platz. Die Kiste ist auch schon wieder voll. Alter. Ich habe viel zu wenig Platz hier. Ah, hier kann ich den Dia noch verstauen. Ja.
Ja, Tin wollte ich mir holen. Genau. Ich gehe mal kurz zum Macerator und werfe mal das ganze Zeugs rein. Die ganzen Ores, die ich ja nachher. Ich gebe einfach mal das Iron Dust rein. Den behalte ich im Inventar, denn das brauche ich. So, ich werfe hier einfach mal alles rein. Ist ja nur eine Ersatzkiste. Das Mining Turtle werfe ich unten nochmals kurz an. In eine andere Richtung. Ja. Hier in diese Richtung mal. Ach, ich habe keine Kohle dabei. Ich bin doch auch ein Lappen. So, ich nehme mal etwas weniger Kohle. Muss ich eigentlich so. So. Das ist so Wooden Rail. Keine Ahnung. Oh. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es Uran ist oder so. Ja. Ich widme mich ja noch nicht Railcraft. So. Ich gebe einfach mal kurz. Wenn ich denn das schreiben kann. So. All. So. Gut. Tunnel. 100. Ich gab mich auch mal ein wenig rum und hoffe, dass ich ein wenig Tin finde. Wisst ihr was? Eigentlich ist das behindert, was ich gerade jetzt mache. Ich habe auch. Ja, ist meine Hacke auch noch kaputt. Dann. Na toll. Ja. Der ist schon noch ein Weilchen beschäftigt. So, ich mache mal eine neue Hacke und gehe dann lieber in eine Höhle. Weil hier unten bringt es eigentlich nichts, so Strip zu meinen oder so. Da gehe ich lieber in eine Höhle, den suche ich. So, die Kisten oben sind ja eh voll. So, ich lasse das nämlich mit. Dann kann ich mir noch eine neue Spitzhacke machen, was ich mir auch noch machen wollte. Die Hacke, dann könnte ich mir nämlich zum Beispiel ein Nether-Portal, also was heißt zum Beispiel, ich mache mir ein Nether-Portal, das ist wahrscheinlich mal so eine dumme Idee. So, ein Eimer kann ich auch gerade noch machen. So, ich gehe mal kurz nach schlafen. So. Gut. So, ist ja auch schon wieder Tag und jetzt gehe ich nach draußen und hoffe, dass ich noch eine Höhle finde. Die Sounds sind auch irgendwie extrem laut. So. Für mich. So, haben wir noch einen Zombie gekillt. Ausnahmsweise hat er mich nicht gekillt. Ja, ich bin einfach extrem scheiße. Ich nehme einfach ein bisschen Essen mit. So, da ist auch schon eine Höhle. Und direkt die Yasi, ja, ist geil. Läuft von mir. So. Das gibt ja Glowstone, das ist auch relativ geil. Kupfer haben wir auch. Ja, hat sich jetzt nicht gelohnt, aber egal. Obsidian braucht ja auch nicht für den Nether-Portal, sondern auch für Dingens. Für den Verzauberungstisch. Und ich höre einen Slime. Lol, was droppen die mir? Was hat der mir jetzt gerade gedroppt? Lol. Und noch ein verzaubertes Buch. Oh, Smite ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe. Da haben wir auch Öl, oder? Ja, ist Öl, oder?
Ich bin doch auch so ein Profi. Manchmal frage ich mich echt, was ich eigentlich richtig kann. Das war jetzt total sinnlos von mir. Also, ich suche jetzt lieber mal eine Höhle. Und den könnte ich eigentlich schon mal mit Wasser füllen. So. Der Baum, der ist aber geil. Der sieht echt geil aus. Hier ist eine voll die geile Gegend, meiner Meinung nach. Da ist ein Berg. Ich glaube, hier werde ich später mal ein Haus bauen. Oder da oben sind noch Dias. Aber ich bin jetzt irgendwie zu faul, um da hochzuklettern. So schlage ich diese Dinge eigentlich ab. Die geben mir Licht und ich voll Idiot. Ah, das haben wir auch Dias. So. Schon 4 Dias. Oh, wieder so eine kleine Höhle. Ja, Kohle nehme ich nicht mit, das haben wir eigentlich genug. In unserer netten Welt. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Zinn. Und nach nichts anderem. Da haben wir noch Eisen und Kupfer. Kupfer ist, braucht man eh immer für die ganzen Maschinen und so. Später Kupferkabel und so weiter. Vor allem am Anfang. Später macht ihr mal mehr. Mach ich ja oder macht man ja mehr Glasfaserkabel. Haben wir ja schon mehr Kupfer. Ah, hier geht's weiter. Aber das ist der Part, wo wir auch schon waren vorhin. So. Von hier kommen wir. Der Baum sieht aber echt geil aus. Ich glaube, hier mache ich nachher mal. Oder mache ich nachher später. Im späteren Verlauf des Projekts. Ja, ziemlich gerade auf, weiß ich nicht, wie viel Herz und Unterwasser nimmt. Power 1. Ich dachte gerade, ob das Looting drauf hat oder so. Alles droppt mir heute so gute Sachen. Ist für mich irgendwie sonderbar. Da haben wir nochmals Eisen. Ich frage mich, wie ich die Dias vorhin nicht mitgenommen habe. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Da sind die ja. Die lasse ich jetzt einfach da, das ganze Projekt. Da hat sich irgendwas geöffnet. Schauen nachher kurz nach, was es ist. Iron Gravel Ore noch gefunden, aber das bringt mir jetzt eigentlich auch nichts. So, da oben sieht es so aus, als wäre eine Höhle, oder? Ach, ist nur dieses Glowstone-Bring-Zeug. Nenne ich es einfach mal. Oder Höhlenblume, oder keine Ahnung, wie es richtig heißt. So, komm, lass mich hoch. Jetzt ja überall diese epischen Bäume, aber ich brauche immer kurz ein wenig Holz. Was sind das? Eiche? Scheißegal, habe ich das falsch hingestellt. Zinn. Alter, wie extrem krass es jetzt gerade bei mir leckt. Das ist doch nicht normal. Normalerweise leckt Technik der Mensch nicht so bei mir. Also. Ich spiele das ja auch schon länger. Jetzt nochmals zur Erklärung, was Technic Adventure eigentlich ist. Es ist eben ein Modpack, das besteht aus den Feed the Beast Unleashed und den Hexit Mods. Ja. Genug erklärt zum Modpack. Nein, ich darf es euch leider auch wirklich nicht zum Download anbieten, da ich die Rechte aller Mods nicht habe. Also das heißt, ich würde mich strafbar machen, würde ich euch das Modpack zum Download geben, aber
Wenn wenig Ahnung hat, der kann das sich auch selbst erstellen. Ich darf es euch leider, wie gesagt, nicht geben. Ja, tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Oh, das sind ganz schön viele Dias. So, die brauchen noch eben kurz ab. Alter, jetzt ist doch echt nicht normal, mehr normal mit den Mods. Mit den Lags. Ja. Die Mods haben sich auch etwas damit zu tun, aber nicht so stark. Ja, auch schon bei der Folge 1, also mein Zeitraffer hat zu einem Schluss bei mir auch extrem stark gelaggt, da konnte ich nicht mehr spielen. So, ja, ich würde sagen, mit den wunderschönen Lags verabschiede ich mich von der Folge, in der ich einfach gar nichts geschafft habe, mehr oder weniger. Außer gemerkt habe, dass es noch stärker laggt. Tschu, ich möchte noch den Dia haben. So, den habe ich auch noch gekriegt. Die Höhle werde ich mir beim nächsten Mal besser oder genauer erforschen. So, das war's mit dieser Folge Technik Adventure. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.